Ob er jetzt 30 Morde begangen hat oder nur einen, für mich ist es wirklich so, die wahre Liebe, ja, ist einfach verstehen und nicht zu verurteilen. Verliebt in einen Kriminellen, einen Mörder, einen Kannibalen oder gar Massenmörder wie Breivik. Wer findet solche Leute sexy oder verliebt sich sogar in sie? Am meisten reizt mich bei diesen Menschen vor allem die Mentalität, die Ansichten, die Passion dahinter. In diesem Film treffe ich drei Frauen. Sarah, die ihre Vorliebe für Kriminelle gerade entdeckt hat. Und ich glaube, ich bin doch echt tiefer drin, als ich es mir gedacht habe. Eine Frau, die einen mutmaßlichen Serienkiller geliebt hat. Natürlich hat er mich fasziniert, weil es ist als Mensch und als Figur. Ich rede ja auch am Und sie Telefon hat mit sich ihm. gerade Ich mit habe einem ihm Mörder aus eine den USA verlobt. Listen, Hannah, I want you. I haven't had anything like this. I'm willing to take it slow, as long as we end up together. Ich habe auf Tumblr eine Community von Frauen gefunden, die teilweise solche verstörenden Bilder wie das hier von Massenmörder Anders Breivik posten. Diese Frauen schreiben auf ihren Blogs, dass sie hybristophil sind, das heißt, dass sie sich zu Schwerverbrechern hingezogen fühlen. Für mich ist das unvorstellbar, aber dieses Phänomen gibt es schon länger. Bekannte Mörder wie Charles Manson oder eben Anders Breivik hatten große weibliche Fanclubs und kriegen teilweise heute noch Liebesbriefe ins Gefängnis. Mich interessiert total, was in den Köpfen dieser Frauen vorgeht und was sie dazu bewegt, sich zu solchen Menschen hingezogen zu fühlen. Die Blogs heißen zum Beispiel so: Miss Hybristophilia. Hier werden solche Bilder gepostet. Eine Liste der Penislängen der Top 10 Serienkiller. Sie hier schreibt, dass sie es nicht schafft, eine Dokumentation über Serienmörder zu gucken, ohne dabei zu masturbieren. Eine andere Userin findet den Serienkiller Jeffrey Dahmer toll, der seine Opfer getötet, sich danach an den Leichen vergangen und sie zum Schluss sogar gegessen hat. Ganz ehrlich, wenn ich das hier lese, wird mir schlecht. Ich finde viele solcher Blogs. Alle Userinnen habe ich angeschrieben, zu einem Skype-Interview ist aber keine bereit. Ich finde aber eine österreichische Anwältin, die Mitte der 90er mit einem mutmaßlichen Serienmörder zusammen war. Auf geht's nach Wien. B01, oder? So, B01 B18. Das ist da lang. Die Frau, die ich gleich treffen werde, heißt Astrid Wagner. Sie ist Strafverteidigerin und vertritt regelmäßig Mörder, Vergewaltiger, die richtig schweren Jungs eben. Mitte der 90er verliebt sie sich in Jack Unterweger. Von den Medien wird er auch der österreichische Jack the Ripper genannt, weil er nachweislich eine junge Frau ermordet und dann mutmaßlich 9 Prostituierte umgebracht haben soll. Wie Astrid Wagner mit ihm zusammen sein konnte, ist mir ein Rätsel. Und ich bin sehr gespannt, wie viel Zeit sie uns gibt. Sie meinte vorhin nur eine Stunde, also mal gucken. Hallo. Wir bräuchten einmal ein Taxi für 2 Personen. Ein Taxi, ja? Ja. Astrid Wagner ist eine vielbeschäftigte Frau. Ich hätte sie gern ins Gericht oder zu einem Termin in die Justizanstalt begleitet, aber all das war leider nicht möglich. Entweder eine Stunde bei ihr zu Hause oder gar nicht. Das ist der Deal. Hallo, Frau Wagner, Alina Hallo. Schulz, David Lemanski, Kameramann. Hallo, kommt rein. Gerne, danke schön. Herzlich willkommen. Danke Ihnen. Koffer stelle ich mal hier hin. Auch hier Katzen, hallo. Ja, das ist der Gusto. Gusto. Weil Sehr passend. Ja, also wir können uns gern daher setzen. Draußen ist vielleicht ein bisschen kühl heute, mal nass. Aber wollen Sie schnell einen Kaffee? Sehr, sehr gern. So, ich habe da schon ein bisschen was herausgesucht. Ich meine, ich habe ja Unmengen von Sachen vom Jack, ja, Unmengen. Aber ja, also ich habe es teilweise in meiner Kanzlei. Also da würde ich jetzt einen halben Lieferwagen brauchen, ja, um das alles. Ach doch, doch, so viel Ja, tatsächlich. ganz viel, ja. Ich habe ja das Auto damals sogar geerbt. Ne? Ja, Das das habe habe ich ich damals viel zu gelesen. billig verkauft. Ja, Den weißen Mustang, ne? ja genau, richtig. Ja, ja nein, wie gesagt, da habe ich ja in der Kanzlei sehr viel. Da, ja, das sind ja sozusagen Briefe, das sind Fotos, aber da habe ich noch ganz viele. Ja. Ja, das ist von einem Wiener Atelier allerdings. Ja, also das ist Fotograf, das sind Rechte natürlich auch auf diesem Foto. Jagendorfer. Jack Unterweger war Mitte der 90er in Österreich ziemlich bekannt. 15 Jahre sitzt er im Gefängnis, weil er eine junge Frau ermordet hat. Während seiner Haft schreibt er Bücher und wird dadurch bekannt.
Nach seiner Entlassung spricht er in Talkshows und gilt als Paradebeispiel für Resozialisierung. Viele Frauen fanden ihn toll, auch Astrid Wagner. Dann gerät er in Verdacht, 11 Prostituierte ermordet zu haben. Wie erklären Sie sich das, dass Sie überhaupt diese Liebe zu diesem Menschen entwickeln konnten, wohl wissend, was er für eine Vergangenheit hat? Naja, bei mir ist schon so, dass ich natürlich schon immer das Extreme mich angezogen hat. Das hat eben schon so angefangen, ja, so in der Pubertät. Also das geht eher so in Richtung Außenseiter. Und naja, ich muss schon, was ich auch habe, aber eben, ich glaube, die Menschen sind sehr individuell, was bei mir halt sehr stark auch ausgeprägt ist, ist halt auch, dass ich ja natürlich schon auch sowas wie, ja, man muss es fast als Mitleid bezeichnen, ja, dass ich halt immer dann sehe in dem Verbrecher beispielsweise, nicht, also jemand, der einen Mord begangen hat, letztlich sehe ich dann immer dieses hilflose Kind. Gell? Mitleid mit einem Mörder. Ganz ehrlich, ich muss zuerst an die Opfer denken und nicht an die Kindheit der Täter. Wenn Frauen sich zu Schwerverbrechern hingezogen fühlen, spricht man in der Psychologie von Hybristophilie. Ich habe übrigens vorher mit einem Psychiater geskypt, der sich viel mit diesem Thema beschäftigt hat. Dr. Bandelow unterrichtet an der Uni Göttingen und erklärt mir das Amiga-Syndrom. Das heißt aber, meiner ist ganz anders. Das sind Frauen, die glauben, die können so einen Täter dann überzeugen, ab jetzt nur noch Gutes zu tun. Manchmal sind das religiöse Menschen, also die dann glauben, wenn ich jetzt ihnen mit meinem religiösen Glauben dann auch betreue, dann wird er auch religiös und wird dann eines Tages das nicht mehr machen. Und das sind auch Frauen, die häufig völlig ausblenden, welche schrecklichen Straftaten diese Täter begangen haben. Und dann auch immer noch schreiben, dass es vielleicht gar nicht gewesen ist und verschiedenste Argumente finden, warum es nicht gewesen ist. Auch sexueller Missbrauch in der Kindheit kann ein Grund für Hybristophilie sein. Bei Astrid Wagner ist das nicht der Fall. Von der Erklärung der Psychologen hält sie nicht so viel. Ich finde das zu verurteilend, weil ich glaube nicht, dass das jetzt nur naive Dummchen sind, die Frauen, die eben so einen Menschen unterstützen, so quasi die Dummchen, aber meiner ist ganz anders, in Wirklichkeit ist er nicht ganz anders. Nein, meiner ist wirklich ganz anders, nicht? Also ich glaube ganz einfach, dass jeder Mensch es verdient hat, geliebt zu werden, und wenn es einen anderen gibt, ja, und selbst wenn es einer ist, der in der Todeszelle in den USA sitzt, ja, dass der es verdient hat, dass es eben einen Menschen gibt, eine Frau gibt, die ihm seine Seele für ihn öffnet, und finde es nicht in Ordnung, dass man dann diese Frauen also sozusagen abstempelt. Amiga, nicht? Ich verstehe, was sie meint. Aber wohl jede Frau, die tatsächlich von dem Amiga-Syndrom betroffen ist, ist wohl der Meinung, dass ihrer wirklich ganz anders ist. Es ist unklar, ob Jack Unterweger wirklich ein Serienmörder war. Er wird damals in erster Instanz von einem Geschworenengericht für den Mord an 9 Prostituierten schuldig gesprochen. Bevor das Urteil aber rechtskräftig werden kann, nimmt er sich in seiner Zelle das Leben. Also das ist meine damalige Freundin, ihr Freund und ich verlassend die Gerichtsmedizin, nachdem ich eben erfahren habe, dass ich den toten Jack nicht mehr sehen darf. Und da habe ich so eine Art Nervenzusammenbruch erlitten. Auf diesem Foto wird mir klar, wie sehr sie ihn geliebt haben muss. Für die Beziehung hat Astrid Wagner sogar ihren damaligen Freund verlassen. Also wenn er keinen Selbstmord begangen hätte, dann hätte ich ihn wahrscheinlich für den Rest meiner Tage, oder so habe ich es mir halt ausgemalt, im Gefängnis besucht. Ja, damals hat es auch noch nicht einmal den sogenannte Kuschelzelle gegeben. Also auch das hätte ich in Kauf genommen. Ja. Aber hätten Sie da nicht, ich meine, gut, es ist nicht rechtskräftig, das Urteil. Es gab viele Indizien, die darauf hingedeutet haben, dass er tatsächlich in 9 Fällen schuldig war. Aber was feststand, er hat ja den Mord an diesem Mädchen begangen. So. Und hatten Sie da keinerlei Bedenken, dass wenn Sie mit ihm in diese Kuschelzelle gegangen wären, dass dann, wer weiß, er vielleicht auch Ihnen was angetan hätte? Nein, das würde er sicherlich nicht getan haben, gerade bei ihm nicht. Ja? Weil man muss natürlich schon sagen, diese Tat, die er begangen hat und möglicherweise auch die weiteren Taten, das ist ja eher, er deutet ja auf eine gestörte Psyche hin. Ja? Das ist ja eben der Serienkiller, aber der Serienkiller ermordet nicht die eigene Partnerin. Gell? Zur Erklärung, eine Kuschelzelle ist ein Raum, in dem Häftlinge unter bestimmten Bedingungen mit ihren Partnern Sex haben können. Soll bei der Festigung von Beziehungen helfen.
Es ist aber auch schon vorgekommen, dass Mörder ihre Partner in genau solchen Kuschelzellen umgebracht haben. Die Frau, die hier vor mir sitzt, sieht Jack Unterweger offenbar nicht als Monster. Sie findet es damals ungerecht, dass er von der Presse als Serienmörder bezeichnet wird, bevor es überhaupt einen Prozess gibt. Sie will ihm Mut machen und schreibt ihm einen Brief. Und daraus wurden all diese Nachrichten hier. Also wie gesagt, ich kann das gerne mal aufmachen. Ich habe das jetzt schon lange nicht mehr aufgemacht. Aber lang nicht mehr heißt gelegentlich, gucken Sie schon? Nein, gar nicht eigentlich. Ja. Nein, das ruht so irgendwie. Ne? Das sind so Sachen, die da ruhen. Da schreit er. Ne? 14.04.93, 7 Uhr morgens. Hallo, schon Augen frei gerippelt. Was haben wir geschrieben? Was alles positiv ist bei mir. Gesund, Beruf, Erfolge, dein Selbstbewusstsein, Wertgefühl ist positiv geprägt. Du hast aktive Hirnzellen, siehst gut aus, kannst wählen, ob zu Hause oder ausgehen, hast gute Kleidung, Geschmack. Gut, klingt für mich jetzt irgendwie nicht so romantisch, wie ich mir das vorgestellt hatte. Aber Astrid Wagner war das damals genug. 2 Jahre lang beschränkt sich ihre Beziehung auf Briefe und Gefängnisbesuche. Was hat Ihnen diese Beziehung gegeben? So, warum war das genug für Sie? Viel gegeben. Also wir haben uns total ausgetauscht, nicht? Also es war ja hochinteressant, wenn man da jemanden hat, der da im Gefängnis ist und dann kann man dann eben besuchen und es geht ihm gut und so weiter. Und ja, aber es ist eben nicht so dieser ganze Alltag dann, nicht? Wenn die dann im betrunken nach Hause kommen oder der Alltag streit oder irgendwas ist nicht zusammengeräumt. Dieses kontrolliert. Ja, ja, wenn man, solange man weiß, das ist eine Zeit lang, nicht? Und so ähnlich war das, nicht? Auch für diese Denkweise hat der Psychiater eine Erklärung. Das Domtösensyndrom. Der Täter sitzt zwar in Haft, die Frau hat aber die Kontrolle über die Situation und kann die Besuchszeit jederzeit beenden. Aber auch diese Erklärung gefällt Astrid Wagner nicht. Alles andere hätte mich gewundert. Ob Jack Unterweger nur eine oder mehrere Frauen umgebracht hat, wusste wohl nur er selbst. Eine Frage habe ich aber noch. Hätten Sie Jack Unterweger verstehen können, wenn er zugegeben hätte, diese 11 Prostituierten umgebracht zu haben? Ja. Könnten Sie das verstehen? Aber warum? Ja, verstehen. Naja, weil er einfach ein ganz ein armer Mensch im Grunde ist. Aber darf man deswegen 11 unschuldige Menschen umbringen? Nein, überhaupt nicht. Darf man natürlich nicht. Ne? Ist ja, verstehen heißt ja nicht sozusagen gutheißen, ne? Ganz im Gegenteil. Gutheißen wäre schlimm. Wenn ich jetzt sagen würde, ja, Recht hat er gehabt, der hat so eine scheiß Kindheit gehabt, am besten bringt er gleich alle um als Rache. Nein, natürlich nicht. Und wenn jemand in der Kindheit zerstört wurde, und es ist ja auch, habe ja auch viel mit so Biografien zu tun, auch Menschen, die in Heimen aufgewachsen sind, und die haben alle ähnliche Lebenswege. Und die alle werden ihre Dämonen nicht los. Ob er jetzt 30 Morde begangen hat oder nur einen, für mich ist es wirklich so, die wahre Liebe, ja, ist einfach verstehen und nicht zu verurteilen. Die Beziehung bereut sie nicht. Die ganze Geschichte hat sie zu dem Menschen gemacht, der sie heute ist. Jack Unterweger wäre aber heute nicht mehr ihr Typ Mann. Sie hat übrigens gerade einen festen Freund, der keine kriminelle Vergangenheit hat. Trotzdem schließt sie nicht aus, sich nochmal in einen Mörder zu verlieben. Zurück ins Internet. Mich interessiert, ob die Frauen, die hier angeben, hybristophil zu sein, auch tatsächlich so weit gehen würden wie Astrid Wagner. Alles, was ich hier lese, kommt mir irgendwie aber mehr wie eine Schwärmerei für Bad Boys vor. Im Ruhrgebiet finde ich aber eine Frau, die von sich behauptet, schon einen Schritt weiter zu sein. Hi, Sarah, Alina, ja. Freut mich. Sollen wir rein? Ja, tütet ein. Sehr gut, dankeschön. Genau. Zur Auswahl hätte ich halt... Sehr gut. Ich trinke gerne einen Eistee. Den Zitroneneis. Ja. Okay. Ich habe Sarah über Facebook gefunden. Da hat sie gepostet, dass sie glaubt, hybristophil zu sein und dass sie gern darüber sprechen will. Sag mal, hast du schon mal mit irgendwem so krass über das Thema geredet? Nee, ehrlich gesagt, nein. Wirklich mit niemandem. Mit niemandem. Vielleicht mal kurz angeschnitten mit meinem besten Freund. Aber... sonst mit niemandem. Also meine Mutter weiß auch nichts davon, falls meine Mutter das jemals sieht. I'm sorry, Mama. Krass, ey. Sarah ist 21 und aus gesundheitlichen Gründen zurzeit arbeitslos. Sie bezeichnet sich selbst als Grufti und das Symbol um ihren Hals hat nichts mit Satanismus zu tun, falls ihr das gerade denkt. Warum glaubst du, dass du hybristophil bist? Naja. Also ich meine, was, wie äußert sich das bei dir, meine ich so? Also wenn ich mit Menschen rede, die dann halt über ihre kriminelle Vergangenheit reden oder Leute, die Bekannte haben, die sowas getan haben, dann
dann fühlt sich das halt auch so ein bisschen an wie so ein Schmetterling-Kribbeln im Bauch. So wie wenn halt jemanden datet und der eine dem anderen schöne Sachen sagt, passiert das bei mir, wenn jemand sagt, dass er voreingebrochen ist oder jemanden zusammengeschlagen hat oder jemanden umgebracht hat. Was Sarah hier so raushaut, überfordert mich. Sie erzählt mir, dass sie noch nie etwas mit einem Mörder oder einem Schwerkriminellen hatte, dass sie sich das aber sehr gut vorstellen könnte, wenn es sich irgendwie ergibt. Ich meine, ein Mörder hat das Leben von jemandem beendet. So, ne? Wie ist das für dich, wenn du an die Opfer denkst, an die oder an das Leid, was diese Person irgendwem zugefügt hat? Also, da ich es selbst noch nicht miterlebt habe, weiß ich nicht, wie ich reagieren würde, wenn ich das live miterleben würde. Aber sowas zu hören, löst in mir eigentlich eher nichts aus, da ich mit diesen benannten Menschen nun mal keine emotionale Bindung hatte. Ich habe auch schon oft in Frage gestellt, ob ich überhaupt wirklich Empathie fühlen kann oder ob ich einfach nur emotional intelligent bin. Was halt heißt, dass ich halt vielleicht nur nachvollziehen kann, wie, wann Menschen sich in welchen Situationen verhalten und fühlen, aber es halt nicht wirklich nachempfinden kann. Sarah merkt das erste Mal, dass sie hybristophile Neigungen hat, als sie bei einer Schlägerei zwischen die Fronten gerät und mit einem Messer bedroht wird. Das Gefühl von Todesangst gibt ihr den Kick, erzählt sie mir. Eine ähnliche Situation gab es seitdem aber nicht mehr. Klingt verstörend, aber sie findet das schade. Wenn sie nachts von fremden Typen angesprochen wird, geht sie übrigens gern auch mal mit ihnen in dunkle Ecken. Ist ihr erst letzten Samstag passiert. Ja, also es ist ja nicht so, dass ich so naiv bin und mir denken kann, ach nee, mir wird doch nichts passieren, hey, was ist denn daran so schlimm? Nein, ich weiß ganz genau, wie gesagt, dieser eine Typ da am Samstag, der hätte mich auf diesem Parkplatz vergewaltigen können, hätte mich umbringen können, hätte sonst was tun können. Aber das war mir irgendwie egal. Aber hattest du dann was mit dem? Oder habt ihr nur geredet? Also ist ja die Frage. Nein, wir haben uns auch geküsst. Tatsächlich, ja. Nee, bei mir war da nicht. Sarah hat viel darüber nachgedacht, warum sie sich so komplett anders fühlt als der Rest von uns und hat eine Vermutung. Also ich habe das volle Programm hinter mir von sexuellem Missbrauch angefangen bis hin zu wirklichen Gewalttaten, zu Taten, die eigentlich nur dazu dienen, um Angst zu machen, wo man aber trotzdem um sein Leben bangt. Und ja, da ich halt in diesen Situationen nicht rausfinden konnte, blieb mir nichts anderes übrig, als daran Gefallen zu finden. Und ich denke, das hängt halt viel damit zusammen. Ich will mir nicht ausmalen, was das für ein Gefühl gewesen sein muss. Und um ehrlich zu sein, leuchtet mir diese Erklärung zumindest ein bisschen ein. Bevor ich gehe, will ich Sarah noch eine Sache zeigen. Psychiater Bandelow hat auch für ihren Kick durch Todesangst eine Erklärung. Das ist, glaube ich, einfach diese Faszination des Bösen, die ist so stark, dass man, das spricht bestimmte Teile des Gehirns an, also ich nenne das Belohnungssystem, das ist so ein relativ einfaches Teil im Gehirn, was eben ja, auf Essen, Nahrung, auf Nahrungsaufnahme, Trinken und so weiter reagiert, aber auch auf Sex. Und dass eben dieses Belohnungssystem auch sexuell von diesem Täter angesprochen wird. Und das führt dazu, dass bei diesen betroffenen Frauen völlig die Kritik ausgeschaltet wird. Sie sehen überhaupt nicht mehr, was der Täter für schreckliche Taten begangen hat und dass sie selbst auch in Gefahr sind. Was sagst du dazu? Ja, zum einen bin ich erstaunt, weil das trifft halt voll gut auf mein Denken zu. Ich blende das ja auch irgendwo einfach aus. Das klärt halt so ein paar Fragen, gibt halt schon Antworten. Und ich glaube, ich bin doch echt tiefer drin, als ich es mir gedacht habe. Ich habe es ja, wie gesagt, nie wirklich diagnostiziert gehabt oder sowas. Und ich habe einfach nur gedacht, ich könnte da vielleicht reinpassen. Und scheinbar tue ich es. Du bist ja in Therapie. Hast du vor, das auch mal anzusprechen? Auf jeden Fall, ja. Ich kam noch nicht dazu, weil nun eigentlich meine anderen Symptome und die Traumata halt im Vordergrund stehen. Aber es ist auf jeden Fall etwas, was ich ansprechen würde, klar. Ob Sarah irgendwann ihre Neigungen mit einem Schwerverbrecher ausleben wird, weiß sie nicht. Irgendwie hoffe ich für sie, dass es nicht so ist. Nach diesen Gesprächen merke ich, dass das Thema vielschichtiger ist, als ich dachte. Bei der Recherche stoße ich bei Facebook auf zahlreiche Gruppen für Frauen, die mit Häftlingen zusammen sind. Die meisten haben ihre Männer über Kontaktportale für Brieffreundschaften mit Häftlingen gefunden. Manche von ihnen sind mittlerweile sogar verheiratet. Kaum einer will mit mir sprechen. Alle haben Angst, für ihre Beziehung verurteilt zu werden.
In einer Gruppe finde ich aber doch jemanden. Ja, hi, Alina. Freut mich. Oh, Achtung, Auto. Wie war die Klausur? Ging so? Okay, glaube ich. Ja. Ich bin total müde jetzt. Okay, das ist schön, dass du dir trotzdem die Zeit nimmst. Ja. Ja, ein bisschen viel los hier. Ne? Sollen wir irgendwann mal in die Richtung gehen, ein paar Schritte gehen? So? Was meinst du? Hanna ist 27, studiert Maschinenbau und ist mit einem verurteilten Mörder aus den USA zusammen. Sie will aber nicht erkannt werden, deshalb filmen wir sie nur von hinten. Hanna hat lange überlegt, ob sie mit mir reden will. Sie möchte aber das Bild von Beziehungen wie ihren gerade rücken. Trotzdem ist sie die Frage leid, warum sie sich nicht einen Knacki in Deutschland gesucht hat. Es ist ja nicht so, dass ich mir, dass ich danach gesucht habe. Ne? Also ich bin ja jetzt nicht hingegangen und habe mir gesagt, oh, ich will eine Beziehung mit jemandem im Gefängnis führen. Lass mal gucken, wen es da so gibt. Sondern es ist halt einfach so passiert. Durch eine Doku über die Einsamkeit von Häftlingen in amerikanischen Gefängnissen stößt sie auf writeaprisoner.com, eine Website, über die man Brieffreunde im Gefängnis finden kann. Weil sie was Gutes tun will, sucht sie sich jemanden, der noch nie einen Brief bekommen hat. Ja, bin dann, hab da so ein bisschen durchgestöbert, war mir auch noch gar nicht sicher, ob ich es wirklich überhaupt machen will, weil, wie gesagt, die meisten halt dann, ja, nach jemandem suchen für mehr als nur eine Brieffreundschaft, also das ist auch ziemlich offensichtlich teilweise. Mehr als eine Brieffreundschaft will sie aber gar nicht. Sie entscheidet sich für John, der für sie sympathisch klingt. Seine Briefe liest Hanna immer hier. Können wir uns auch hier auf deine Stelle setzen, passt doch gut. Am Anfang will sie nicht wissen, wofür er sitzt. Nach ein paar Wochen kommt die Frage aber doch auf. Er hat mir erzählt, dass er für Mord verurteilt ist und auch, dass er seinen Vater umgebracht hat. Ja, also das hat er mir gesagt, ja. Mehr nicht, also es war erstmal so nur das. Und, aber das ist ein sehr interessanter Moment, so, ne? Weil ich glaube, ich hätte das, also ich hätte schlucken müssen zumindest. Auch wenn das wahrscheinlich da ging es ja erstmal nur um eine Brieffreundschaft. Klar, ist komisch. Also ich kenne niemanden, der das sonst schon gemacht hat. Also es ist halt eine neue Situation irgendwie und ist schon krass. Deswegen kann ich auch verstehen, wenn andere Leute so reagieren. Ja, oh krass. Vielleicht muss ich euch jetzt seine Geschichte erzählen. Hannas Freund sei mit familiärer Gewalt aufgewachsen und jahrelang von seinem Vater misshandelt worden, erzählt sie mir. Eines Tages kann er es nicht mehr ertragen und erschießt ihn. Ich merke, dass Hanna aber gar nicht so viel über seine Tat reden will, weil das für sie nicht entscheidend ist. Für mich ist das Ganze aber immer noch schwer nachzuvollziehen. Das ist ja auch so eine Frage, die man sich schnell stellt. Ne? So, wie kann man sich in jemanden verlieben, den man noch nie gesehen hat, der am anderen Ende der Welt wohnt und der aktuell inhaftiert ist. Und dann kommt noch raus, okay, er sitzt wegen Mord. Ja. Ne? Wenn man das so abstrakt betrachtet, dann fällt das ja erstmal schwer, das so nachzuvollziehen. Ne? Ja. Ist auch echt schwierig für mich, das zu erklären. Ich will natürlich auch nicht dann so rüberkommen, als würde ich mich dafür rechtfertigen wollen oder so, weil ist halt so. Aber ich finde, ist eigentlich sogar schöner auf die Weise, als wenn man viel mehr Körperliches hat oder so und dann gar nicht so viel miteinander kommuniziert, sondern wir haben halt nur Kommunikation. Das heißt, das funktioniert halt bei uns. Und ich finde, sie will mir zeigen, was er so schreibt. Wir machen das jetzt einfach. Ich habe uns eine Decke mitgebracht, also Decke, ein Tuch. Mittlerweile schreiben sie über eine App namens JPay. Darüber können Häftlinge mit einem Tablet einzelne Nachrichten schreiben und empfangen. Für mich ist das so meine Lieblingsnachricht. Ist aber auch lang. Ich weiß nicht. Ist egal. Okay. Ich bin nicht so gut im Vorlesen. Nicht schlimm. Listen, Hannah. I want you. I haven't had anything like this. I'm willing to take it slow, as long as we end up together. No pressure on anything. I'm not going to attempt to change you or hold you back from anything. I'm with you. You're one of a kind and I want you. I'm imagining how good your love is from you just liking me. And I want that. Krass. Was hat das mit dir gemacht, diese Nachricht? Einiges. So was hat noch nie jemand zu mir gesagt. Hört sich natürlich gut an. Ne? Also wenn sowas hört jeder gerne, da kann ich mir vorstellen. Also sowas hat wirklich noch niemals jemand zu mir gesagt, noch nicht mal annähernd. Danach hat es nicht mehr lange gedauert. Nach knapp einem Jahr fliegt Hanna in die USA.
Sie bleibt für 2 Monate, damit sie sich gleich mehrmals mit John treffen kann. Bei ihrem 2. Treffen fragt er sie, ob sie ihn heiraten will. Und sie sagt ja. Ich meine, einen Ring konnte er ja nicht haben, ne? Genau, nee, den hatte ich schon an. Also es war ein anderer Ring, ja. Und den Ring, den du jetzt anhast, der ist auch nicht... Nee, den kann er ja nicht besorgen, nicht, aber ne? Das ist auch nur ein Ring für 20 Euro gewesen. Einfach damit ich erstmal einen habe, der wird dann ersetzt. Ja. Aber ach so, das ist schon der Verlobungsring quasi. Genau, ja, den ich jetzt immer anhab, ja. Soll ich mal gucken, Chris? Wie meinst du dir eure Zukunft aus? Wann kommt der raus, in 3,5 Jahren? Ja. Anfang 2023. Unsere Zukunft, naja. Erstmal wird er ja dann noch auf Bewährung sein, das heißt, jetzt viel rumreisen oder so kann man nicht. Es wird dann erstmal darum gehen, dass er sich findet, ne? Also seinen Platz findet so in der Gesellschaft, einen Job findet. Wenn das dann überstanden ist, dann möchte ich natürlich irgendwann Kinder kriegen, ne? Heiraten und solche Sachen. Ja, mit ihm was aufbauen, ja. Dass er nochmal die Kontrolle über seine Gefühle verliert und dadurch vielleicht auch sie in Gefahr bringen könnte, glaubt sie nicht. Niemals könne sie ihn an den gleichen Punkt bringen, an dem sein Vater ihn durch jahrelangen Missbrauch gebracht hat, erzählt sie mir. Klar, war das eine extreme Situation, eine extreme Reaktion, aber er ist ja trotzdem ein netter Mensch, also oder ein guter Mensch. Ne? Also es macht ihn jetzt für mich nicht zum Monster oder so. Nee. Ich glaube, das ist der ganz entscheidende Punkt. Ne? Ich glaube, es gibt bestimmt Menschen, oder es gibt Menschen, die das sehr streng sehen. Ne? Die halt sagen, ein Mensch, der das Leben eines anderen Menschen genommen hat, der verdient es nicht, geliebt zu werden. So. Ja. Kannst du das verstehen? Nee, kann ich nicht. Weil diese Menschen müssen ja schon verdammt perfekt sein, um sich so ein Urteil erlauben zu können. Oder ja, so eine Aussage zu treffen für mich. Also ja, ich weiß nicht. Ich finde halt, man kann nicht über jeden oder jede Situation urteilen, wenn man es nicht selber erlebt hat. Kann man einfach nicht. Ob Hannah das Amiga-Syndrom hat oder nicht, ich weiß es nicht. Sie glaubt jedenfalls nicht, dass ihre Beziehung schiefgehen könnte oder er es vielleicht nicht ernst mit ihr meint. Das fände ich schon sehr erschreckend, wenn ich mich so sehr in jemandem getäuscht habe. Dann würde ich, glaube ich, echt anfangen, an meiner Menschenkenntnis zu zweifeln. Ich bin gespannt. Ich würde sagen, wir halten Kontakt. Ja. Und wir reden spätestens in 3,5 Jahren nochmal. Okay. Ja. In den meisten Fällen gehen solche Beziehungen schief. Das hat mir der Psychologe erzählt. Ob Hannah die Ausnahme ist, keine Ahnung. Vielleicht halten einige von euch sie für naiv. Vielleicht können einige von euch sie aber auch verstehen. Was ich mitnehme, es gibt verschiedene Gründe, warum sich Frauen in Mörder verlieben. Gutheißen muss man das nicht. Aber nach den Geschichten, die ich gehört habe, kann ich jetzt zumindest teilweise verstehen, wie es zu solchen Beziehungen kommen kann. Die Frauen, die ich für diesen Film getroffen habe, sind alle der Meinung, dass es selbst ein Mörder unter bestimmten Bedingungen verdient, geliebt zu werden. Wie seht ihr das denn? Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert gerne unseren Kanal und nächste Woche gibt es an dieser Stelle wie immer ein Q&A von mir mit den von euch am meisten gestellten Fragen. Also macht's gut, bis zur nächsten Reportage. Bis dann.